Die vier Grundlagen der Achtsamkeit. Als ich begann mit dieser Meditation, hatte ich keine Ahnung, was Meditation oder Buddhismus eigentlich ist. Ich bin ein bisschen sehr blauäugig, irgendwo in Indien zufällig, unbeabsichtigt in ein Retreat hineingestolpert, das 3 Wochen ging. Und ich hatte nur vorher gehört, man würde herausfinden, was einem in einem so vor sich geht, wer man so ist, und dachte, das ist irgendwie, klingt spannend, aber irgendwie habe ich ein bisschen Schiss davor. Okay, wenn du ein bisschen Angst davor hast, dann solltest du es vielleicht besser mal tun. Das war so irgendwie mein Gedankengang, der mich in ein solches Retreat hineinführte. Und was ich sehr bezeichnend fand an diesem ersten Retreat, was mich bis heute begeistert, war die Tatsache, dass es nichts gibt, was an Erfahrung auftreten kann, was nicht richtig ist, was nicht Teil der Erfahrung, was nicht Teil der Meditation sein darf. Wann immer ich etwas entdecke, wo ich denke, irgendwie müsste das erstmal anders werden, das müsste ich erstmal besser hinkriegen und irgendwie wäre nicht richtig, dann heißt es eigentlich nur, dass ich es einbeziehen muss in die Achtsamkeit, in die Praxis. Dass ich die Achtsamkeit einfach nur ausdehne und auch diese Erfahrung einbeziehe. Und diese unglaubliche Weite, die darin liegt, dieses grenzenlose Einschließen, wo all unser Urteilen, Bewerten und Verurteilen mal zur Ruhe kommt, ist Ausdruck letzten Endes, wenn wir hineinspüren, Ausdruck einer grenzenlosen, bedingungslosen Liebe für uns selbst und für das Leben. Es ist ein Annehmen, so wie wir in diesem Moment sind, bedingungslos. Und das empfand ich damals und bis heute so unglaublich wohltuend und erleichternd. Und es ist diese Qualität, die Achtsamkeit, die reine Achtsamkeit hat, dieses Nichtwertende, dieses Sanfte und auch Ungeschönte. Es nimmt es einfach wahr, wie es ist. Aber diese Qualität, die da drin mitschwingt, diese Liebe, ist da der Aspekt, der so wohltuend wirken kann, so heilend wirken kann, auf unseren Geist, auf unseren Herz, Herzgeist, das ist auf unser Gefühlsleben, auf unser Innenleben. Und weil die beiden verkoppelt sind, letzten Endes auch auf unseren Körper. Wobei es da keine Gesundwertansprüche gibt, ja? Aber dieses innere Heilwerden ist einfach entspannt werden, sich annehmen, ist der Aspekt, den diese Praxis leisten kann. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber es geht vielen so. Mir ging es damals so. Es gab so viel, was ich nicht annehmen wollte in mir selbst. Dies war nicht richtig, jenes war nicht richtig, na, ja. Und wir entwickeln daraus die zahlreichen Projekte der Verbesserung. Wir machen dies und wir machen jenes und es ist jetzt nicht grundsätzlich falsch, dass wir was tun. Wir machen ja auch Meditation, um irgendwie was besser hinzukriegen, ja? Aber wenn wir an dieser Haltung also festhalten, da ist was falsch an mir und das muss ich jetzt irgendwie berichtigen, was ist das für eine innere Haltung? Das ist eine innere Haltung von Ablehnung. Ich bin noch nicht okay. Und wenn wir mit dieser Haltung in uns erstmal losziehen, also mir ging es ganz so, ziemlich endlos, endloses Projekt. Es gibt immer was, was ich an mir finde, was ich verbessern sollte, so ungefähr. Ja, wenn ich genau hinschaue, finde ich immer ein Haar in der Suppe. Ja, ich weiß nicht, wie euer Geist funktioniert. Es gibt so Geister, die können das. Ich gehöre dazu. Ich finde immer ein Haar in der Suppe, wenn ich will. Und dieses sich erst einmal so annehmen, wie man ist, kann dann auch ziemlich heilsam wirken. Das heißt noch lange nicht, dass wir deswegen nichts mehr tun an diesen wundervollen Mitteln und Werkzeugen, die es gibt, um uns weiterzuentwickeln. Aber wir kommen aus einer anderen Haltung, nicht aus der Selbstablehnung, sondern vielleicht aus der Liebe zu uns selbst. Ich nehme mich an, so wie ich bin, und wenn ich die ein oder anderen Sachen besser mit umgehen kann, dann wird es auch gemütlicher für mich und für andere. Ja, warum nicht? Aber ich nehme mich erstmal an, so wie ich bin. Bei uns hier im Westen kann so ein Ansatz erstmal
relativ utopisch klingen, absurd vielleicht oder einfältig. Wir sind so gewöhnt an dieses Leistungsdenken, wir sind so gewöhnt an Minderwertigkeitsgefühle, dass wir erstmal nicht richtig sind und besser werden müssen, bevor wir angenommen werden können. Das ist sehr verbreitet, ja, in unserer Zivilisation hier, in unserer Kultur. Und wir fragen uns vielleicht, ja, das soll reichen? Mich einfach annehmen, wie ich bin und das alles so einfach stehen lassen und, ja, wo kommt man da hin, wenn das jeder macht oder ich mache? Was geschieht dann? Wir haben so Zweifel daran, wir haben Ängste davor. Bleibt es dann nicht dann alles so, wie es ist, dieser ganze Mist? Oder versinke ich in so einen Schlund von Bedeutungslosigkeit, ja? Weil ich nicht so toll bin, sondern so, ne? So. Oder werde ich zu einem nichtsnutzigen Monstrum vielleicht, das ich eigentlich insgeheim schon bin, aber es hat noch keiner gemerkt. Aber es kommt dann raus und wenn ich auch noch loslasse und es einfach sein lasse. Ich weiß nicht, ob ihr ein bisschen angefangen habt zu merken, dass dieses einfach da sitzen und einfach da auf und ab gehen und wieder sitzen, dass das sehr wohl einen Effekt haben kann. Das bedeutet keineswegs, dass es keine Wirkung hat. Nach außen und manchmal auch nach innen sieht es so aus, als täten wir nichts. Aber wir entwickeln dabei innere Qualitäten. Und Buddha bezeichnete dieses Anführungszeichen Nichtstun, Zitat, als den direkten Weg zur Reinigung unseres Selbst, für die Überwindung von Trübsal und Trauer, für das Verschwinden von Kummer und Schmerz, für das Ankommen am wahren Weg, der zur vollständigen Befreiung von Leiden führt, zu Frieden, Glück, Nibbana. Eine ganz schöne Behauptung, ne? Also direkter Weg zur Reinigung unseres Selbst, für die Überwindung von Trübsal und Trauer, Kummer und Schmerz, für das Ankommen an wahren Weg, der zur vollständigen Befreiung von Leiden führt, zu Frieden und Glück. Das ist eine Behauptung. Und alles, was wir dazu brauchen sollen, letzten Endes, ist diese Achtsamkeit, die wir hier geübt haben, kennengelernt haben. Die wahrnimmt, ohne hinzuzufügen, ohne zu interpretieren, ohne zu verändern und ohne zu werten. Das hört sich erstmal einfach an. Und wenn wir es dann tun sollen, merken wir, so einfach ist es aber gar nicht. Ja? Wir ganz schnell interpretieren, ganz schnell wir wollen es verändern, ganz schnell wir werten. Und es fällt uns schwer, es einfach anzunehmen, wie es ist. Sind am Anfang manchmal nur kleine Momente, in denen wir merken, welche Kraft diese Achtsamkeit haben kann. Und gleichzeitig ist Achtsamkeit, und das ist das Schöne dran, eine Qualität, die wir alle haben. Wir können achtsam sein. Und zwar ohne, dass wir da groß erstmal einen Doktortitel hinlegen müssen oder irgendwelche philosophischen Texte studieren. Oder Pali lernen müssen, die Sprache des Buddha, oder irgendwie etwas. Man braucht euch gar nicht so viel sagen, und im Moment kriegen wir es sofort hin. Wie heute Morgen der Druck im Gesäß. Das kriegen wir im Moment hin. Und es zeigt uns, dass die Qualität schon mal da ist, dass es eine natürliche Qualität des Geistes ist. Auf dieser Ebene, wie wir sie heute Morgen dann erstmal so erfahren haben, hat sie aber noch nicht diese Kraft, die sie haben kann, wie Buddha sagt. Sonst braucht die Entwicklung dieser Achtsamkeit eine Schärfung, eine Stetigkeit, eine Stabilität und diese inneren Qualitäten, die uns erlaubt, die Erfahrung einfach zu betrachten, so anzunehmen, wie sie ist. Und das bedeutet eine Entwicklung von geistigen Kräften, etwas wirklich haben zu können, spüren zu können, halten zu können. Das sind innere geistige Kräfte, die wir da entwickeln. Um uns weiterzuhelfen, man könnte einfach sagen, seid einfach achtsam, alles wird gut. Es hat sich herausgestellt, dass es hilfreich ist, wenn wir kleine Schritte haben, uns vor
gezeichnet werden, so dass wir in kleinen Schritten diese Achtsamkeit entwickeln können, so dass wir lernen, sie in jeden Aspekt unseres Seins hineinzutragen. Es fällt uns schwer, einfach so mit dieser Aussage, sei einfach achtsam, nimm an, was ist, umzugehen. Wir bemerken dann vieles nicht. Wir bemerken viele Interpretationen nicht. Wir bemerken viele Bereiche nicht. Buddha liebte Listen, einfach auch, weil man sich die leichter erinnern kann. Und er sprach deswegen auch von den vier Grundlagen der Achtsamkeit. Vier Bereiche, die er aufzählte, auf die wir uns konzentrieren können. Und wir können, je nachdem, wir können Einzelbereiche auswählen und wir können auch wieder uns einfach öffnen, diesem Fluss von Erfahrungen für alle Bereiche. Wir begannen heute mit dem Körper, mit dem Atem. Einfach weil der Körper so ein klareres, konkreteres Objekt ist. Ja, ist sehr viel greifbarer, fassbarer als der Geist, als geistige Erfahrungen. Und hilft uns, uns im Hier und Jetzt zu verankern. Es ist ein kleiner Trost für diejenigen, die heute mit sehr viel unangenehmen Körperempfindungen zu tun hatten. Ihr habt sicher gemerkt, ihr wart relativ oft hier. Wusstet, ich sitze hier an diesem Meditationstag und wie lange geht das noch? Dann gingen wir natürlich weiter, ja. Zieht hier im Rücken, in der Schulter, im Knie und, ja. Ich kenne sehr viele, die, einschließlich mir selbst, die ersten Jahre immer wieder diese unangenehmen Körperempfindungen, die uns da halten, wach halten, hierher bringen. Und dann irgendwann, es hat viel mit Verspannung zu tun im Geist. Viel. Und dann lernt der Geist, sich mehr und mehr zu entspannen, eben anzunehmen, was ist. Die Folge, er döst ein, er beschäftigt sich mit Tagträumen, er geht spazieren, ja, er denkt gerne. Ganz vielen geht es so. Also, kleiner Trost. Nicht wirklich ein guter Trost. Wir sind im Hier und Jetzt. Der Körper hält uns hier und jetzt. Manchmal schweifen wir ab in Gedanken über diese Schmerzen. Und wo muss ich jetzt dann demnächst hin? Was hat das zu sagen? Aber dann sind wir wieder da, weil, ah, sticht, es drückt, es zieht. Und werden gerufen, da zu sein, diesen Moment zu sein. Das ist der Grund, warum wir beginnen. Es ist nicht so sinnvoll, mit Schmerzen zu beginnen. Es ist eben sinnvoll zu beginnen mit einem Körpererfahrung, die neutral ist. Es kann der Atem sein, der funktioniert für sehr viele. Wir spüren den Atem und wissen die Empfindungen, die ein und die auftreten und wieder vergehen. Wir wissen auch, wir können, wenn wir mehr dabei sind, auch verschiedenste Dinge untersuchen. Ist der Atem lang? Ist der Atem kurz? Ist er schnell? Ist er langsam? Es gilt immer wieder, und wir können das auch sehen, die Frische zu haben, diesen Atemzug, der jetzt da ist, entspannt und doch so zu begegnen, als wäre es das erste Mal. Ganz leicht, wenn wir genau hinschauen und mal eine Weile beim Atem sind, merken wir, wir sind gar nicht so ganz frisch dabei. Sind so dabei, aber sind auch nicht so ganz dabei. Er atmet halt so vor sich hin, ne? Und dann mit noch länger weitermachen, schlafen wir irgendwann ein. Oder sind in der Langeweile, das geht auch. Wir wollen wirklich versuchen, entspannt und doch wirklich da zu sein. Und es ist auch eine Qualität, die immer mal wieder zustande kommt und dann auch wieder sich verändern wird. Es hört hier nicht auf bei der Beschreibung der Grundlage des Körpers als die Grundlage von Achtsamkeit. Es geht weiter. Darin heißt es, wenn wir sitzen, wissen wir, dass wir sitzen. Wenn wir stehen, wissen wir, dass wir stehen. Wenn wir liegen, wissen wir, dass wir liegen. Und wenn wir gehen, wissen wir, dass wir gehen. Das bedeutet schlechte Nachrichten. In jeder Körperposition, die möglich ist, achtsam sein.
Wenn ihr jetzt noch schweben könntet, würde es heißen, wenn ihr schwebt, dann wisst, dass ihr schwebt. Und es geht noch einen Schritt weiter. Mit jeder Körperbewegung wissen wir, dass wir den Körper bewegen. Wir den Arm strecken oder beugen. Wir wissen, dass wir es tun, spüren die Empfindungen. Das können wir jetzt vielleicht nicht innerhalb von einem Wochenende so weit entwickeln, dass wir wirklich durchgehend die ganze Zeit achtsam sind. Es ist einfach die Ermutigung, in jedem Moment, wo wir überhaupt uns daran erinnern, die Achtsamkeit reinzubringen in den Moment, in das, was wir gerade tun. Wir gehen auf die Toilette und es fällt uns ein, achtsam zu sein. Okay, stehe ich, sitze ich, liege ich, gehe ich in der Toilette. Was ist da gerade? Was mache ich gerade? Wie fühlt sich der Griff an? Ja? Und so weiter und so fort. Wie fühlt sich das Toilettenpapier an? Wie fühlt sich der Druckknopf an? Wenn es mir einfällt, kann ich da sein? Kann ich das spüren? Kann ich das wissen? Wir brauchen nichts ausschließen. Wir dürfen alles einschließen. Und das ist unser Leben. Also wollt ihr wirklich Dinge davon einfach vergessen? Können wir auf den ersten Blick oft gerne tun, aber wir vergessen dann oft nicht nur die Momente, die uns gerade nicht passen, wir verpassen noch viel mehr. Wir gewöhnen uns daran zu verpassen. Wir gewöhnen uns daran, nicht lebendig zu sein. Das sind wir meistens. Hier gewöhnen wir uns wieder daran, lebendig zu sein, aufzutauchen für diesen Moment. Beim Tee trinken, beim Stehen, beim Anziehen, beim Rausgehen. Und die Kunst ist hier, statt in einer Meinung über der Tätigkeit zu sein, wieder reinzugehen, sie direkt wahrzunehmen. Das ist oft das Phänomen, was wir dann haben, wenn wir beginnen zu meditieren, dass wir merken, dass die Dinge wieder eine ganz neue Frische bekommen. Dass es prickelnd wird, da rauszugehen und auf und ab zu gehen, dass die Blätter klarer werden, frischer werden, leuchtender werden. Dass wir uns an kleinen Tropfen, die irgendwo sind, erfreuen, an den Schafen und was da alles ist, ja. Es bekommt eine neue Lebendigkeit. Wir unterbrechen immer wieder diesen ziemlich endlosen Strom an Gedanken über Erfahrungen. Das ist gerade beim Essen interessant, wenn wir dann denken über das Essen, statt es zu essen, oder wenn wir überhaupt denken, statt zu essen. Dabei haben wir uns so gefreut auf das Essen. Und dann denken wir nur. Ganz oft passiert das. Uns fällt uns gar nicht so auf, bis wir beginnen mit so einer Praxis. Ein Beispiel, ein ganz klares Beispiel, als ich in Asien war, das erste Mal. Und als ich hinging, wollte ich trekken. Also ich ging trekken im Himalaya, in Nepal. Und es war ein vierwöchiger Trek vor 20 Jahren. Und ich wusste, Lebensmittel gab es überall. Man brauchte keine Lebensmittel mitschleppen. Aber was es nicht gab, damals noch nicht, weiß nicht, wie es heute ist, es gab kein Toilettenpapier. Und die Vorstellung, mich auf asiatische Art und Weise damit zu befassen, nämlich Wasser und meine Hand zu nehmen, um mich zu reinigen, löste Grauen einfach in mir aus. Ich fand das ekelhaft. Die Vorstellung fand ich absolut ekelhaft. Also habe ich meinen Rucksack so vollgestopft wie irgendwie möglich mit Klopapier. Das hatte aber irgendwo eine Grenze. Sonst hätte ich mir ein Maultier noch engagieren müssen. Nach einer Woche war es dann soweit. Das Klopapier war aufgebraucht. Nirgendwo irgendeins zu bekommen. Und das Interessante war, als ich es dann tat, die Hand nahm, ich wusch. Ich empfand Wärme. Ich empfand Weichheit. Ich sah braune Farbe. Das war's. Es fühlte sich so an wie Lehm. Ich hatte Biologie und dabei eben auch Bodenkunde studiert und hatte so das Gefühl, das ist wie Lehm. Sehr interessant. Und es war erstaunlich, wie wenig ekelhaft es letzten Endes war. Es war meine Vorstellung. Die Sache an sich, es hat noch nicht mal groß gerochen. Es war auch in der freien Natur, was da fand es statt. Es war ein erster Hinweis und einer, der mir so geblieben ist,
wie weit Vorstellung von Realität auseinanderklaffen kann. Und wie wir uns in unserer Vorstellung so viel Mühe bereiten können für etwas, was dann keine Mühe ist, wenn wir es dann tatsächlich tun. Zur Achtsamkeit des Körpers gehören nicht nur die Körperempfindungen, es gehören auch die Sinneswahrnehmungen von Hören, von Riechen, von Schmecken, von Sehen. Auch die gehören dazu. Es ist ganz wichtig, dass wir die einbeziehen. Sie verbinden uns ja auch mit unserer Umwelt. Was passiert da? Wir nehmen über unsere Sinne Eindrücke auf, ständig, ganz viele. Wir interpretieren sie blitzschnell. Und je nach Interpretation werden wiederum bestimmte Assoziationen wach, die uns wiederum ein Gefühl vermitteln, oft aus der Vergangenheit, zu der Erfahrung im Moment. Geschieht blitzschnell. Ihr geht eine Straße entlang, seht eine Person, die erinnert euch an irgendwen, den ihr kennt. Vielleicht denkt ihr sogar, es ist die. Und ihr hattet eine unangenehme Begegnung das letzte Mal. Und sofort, oh. Oder ihr freut euch, es ist eine Freundin, sofort Offenheit. Ja? Ab und zu merken wir das. Diese Reaktion ist konditioniert aus der Vergangenheit. Andere Beispiele sind, hübsches Beispiel hatte ich mal mit Haaren. Kennt doch Haare. Haare, früher gab es noch so Seifen, so kleine Seifen, ne? Die lagen dann am Waschbecken. Und ich ging während eines Retreats auf die Toilette und da war eine Seife und darüber war ein Haar. Und zwar interessant, es war eben schon ziemlich weit im Retreat und als erstes war, ah, sieht ja nett aus. Ist ja einfach rosa und schwarz. Rosa, Viereck, schwarze durch, schick. Dann kam, oh, Haar auf Seife. Sofort danach. Und es ging ganz schnell. Aber die Achtsamkeit war schnell genug, das zu sehen. Wie das kippte mit der Interpretation. Und noch ein bisschen, das war dann eher das Denken darüber, wurde mir klar, wie widersinnig das ist mit diesem Haar und dem Ekel. Ich meine, das Haar kann wirklich nicht dreckig sein auf der Seife. Sauber geht's nicht, als auf der Seife. Ja? Seife nehmen wir, um zu säubern. Und Haare an sich sind ja eigentlich nichts Ekelhaftes, oder? Ekelt ihr euch vor den Haaren, wenn ihr euch so umschaut bei den anderen? Wenn es unsere eigenen sind oder die von unseren Liebsten, dann gehen wir ja dann gerne durch. Aber wehe, die lassen ihre Haare auch im Waschbecken, unsere Liebsten. Ne? Das ist dann gar nicht mehr so prickelnd. Vorher sind die ja schön, aber da klafft was auseinander. Und das bemerken wir oft nicht. Das ist so da, wo wir wieder hinkommen können, unsere übernommenen, antrainierten Überzeugungen, auf die wir dann auch reagieren, die einfach mitziehen. Können neu hingucken, neu schauen und evaluieren. Bleiben unsere Urteile, Meinungen, Ansichten, die wir so entwickeln, verzahnt sind mit der Realität, können wir wieder ein wenig entzerren und uns nochmal neu auf eine Situation einlassen, sie neu erfahren und hinschauen. Stimmt das eigentlich? Das ist der weite, weite, weite Aspekt der Grundlage der Achtsamkeit des Körpers. Sehr interessant und spannend. Dazu ein zweiter Aspekt, mit dem höre ich dann auch auf. Das ist auch ein sehr, sehr wichtiger Aspekt. Das ist der Gefühlston einer Erfahrung. Ich sprach heute auch schon davon. Angenehm oder unangenehm. Das ist einer der wichtigsten Aspekte der Erfahrung, die wir erforschen können. Denen wir uns vertraut werden können. Jede Erfahrung wird von einem Gefühlston begleitet. Wir sehen etwas, es fühlt sich angenehm oder unangenehm an. Wir hören etwas, fühlt sich angenehm oder unangenehm an. Wir empfinden etwas, es fühlt sich angenehm oder unangenehm an. Wir denken etwas, es fühlt sich angenehm oder unangenehm an. Ständig. Ständig zwischen angenehm und unangenehm. Und es gibt eine große Bandbreite und da, wo es nicht so ganz klar ist, spricht man eigentlich von neutral. Es gibt natürlich viele, viele Erfahrungen, die sind nicht sonderlich angenehm oder unangenehm.
dann sind sie neutral. Ja? Und dieses Gefühlston ist das Bindeglied zwischen Erfahrung und wie wir darauf reagieren. Und das lohnt sich wirklich, da genau zu erforschen. Nicht richtig machen, sondern erstmal hinschauen. Wie ist das mit angenehmen Erfahrungen? Ihr, ich weiß jetzt nicht, was ihr von diesen vielen schönen Salaten und Kuchen und was es so alles gab, was ihr am liebsten hattet. Wir konnten ja richtig auswählen, ja? Kann man ja fast nie so viel auswählen. Und wo dann so das kommt, oh, hätte ich doch nur mehr davon genommen. Hoffentlich ist noch was da, wenn ich fertig bin. Und wenn wir dann innehalten können, können wir das noch einmal untersuchen. Ah, was ist da? Ah, angenehme Geschmacksempfindung. Wie reagiere ich drauf? Haben wollen. Und wenn wir es immer wieder mal betrachten, dann kommen wir in einem ganz Schlüsselmechanismus, wie wir funktionieren, auf die Spur. Angenehm, ich will haben. Unangenehm, wie reagieren wir darauf? Loswerden. Ja, wenn ihr irgendetwas loswerden wollt, könnt ihr nochmal schauen, ist es angenehm oder unangenehm? Ich nehme an, ihr seid bei 100%, dass es unangenehm ist. Kann man nicht, also vielleicht, ja, aber vielleicht ist das anders, untersucht es auch. Vielleicht wollt ihr mal was Angenehmes loswerden. Schaut, dass es in der Erfahrung angenehm ist, nicht in eurem Konzept. Das sind zwei Unterschiede, ne? Wir können uns natürlich denken, das ist doch, soll doch angenehm sein, hat mir doch alle gesagt, es war früher auch immer angenehm, wieso will ich es auf einmal nicht mehr haben? Ne? Das ist eine andere Geschichte, so in der Erfahrung, angenehm oder unangenehm. Und wie wirkt das? Ab und an schaffen wir es, mit etwas unangenehm oder auch etwas angenehmen, statt in die Reaktion zu gehen, innezuhalten und damit zu sein. Was macht das? Nicht, dass wir nichts verändern dürfen. Wieder das andere Extrem. Aber was macht es, wenn wir einfach damit sein können? Wirkt es erleichtern? Und wieso könnte es erleichtern wirken? Weil nicht haben wollen ist Widerstand, ist Anspannung, ist Wegdrücken, ist. Und wie fühlt sich das an? Unangenehm. Also wenn wir das loslassen können, unsere Reaktion entspannt sich etwas. Und es ist einfach ein hilfreiches Mittel für die vielen Situationen in unserem Leben, wo wir in einer Situation sind, wo wir nicht gleich etwas verändern können. Dann steht uns diese Möglichkeit einfach offen. Die Achtsamkeit löst uns aus dem Zwang, etwas tun zu müssen. Und gleichzeitig ist es auch wichtig, die Weisheit zu entwickeln, wann wir, wenn wir das können, uns aus unangenehmen Situationen entfernen. Denn wann wir eben das Bein strecken, wann wir den Rücken entlasten. Es ist auch wirklich hilfreich, diesen Punkt in uns zu finden. Über diesen Mechanismus angenehm, unangenehm, ist der letzte Punkt dabei, aber auch ein sehr wichtiger Punkt. Es gibt Erfahrungen, über die sind wir uns eins. Kochendes Wasser über die Hand, ich nehme an, ihr alle würdet sagen, unangenehm, aua. Es gibt aber viele andere Erfahrungen, über die sind wir gar nicht einer Meinung. Die finden einige angenehm und andere unangenehm. In Thailand gab es zum Beispiel als Delikatesse Ameiseneier und Käfer ab und an zu essen. Die Thailänder waren da, wow, und ich, wow. Ganz klar, ja, ich fand das widerlich, so mit den Armen, nicht nur die Eier, sondern auch die Ameisen, ich habe es nicht, ja, manche finden kraftvolles, dynamisches Auftreten gut, angenehm, manche finden das bedrohlich, unangenehm. Farben, Mode, Musik sind alles Beispiele, wo wir uns uneins sein werden, ja, angenehm oder unangenehm. Was dann aber einsetzt, ist auch interessant. Wir können gar nicht verstehen, dass das andere anders empfinden. Ja? Dass Thailänder Ameiseneier angenehm empfinden. Das ist abstrus. Seltsam.
Die sind ja blöd. Wie kann man nur sowas toll finden? Ja? Wir übertragen unsere Reaktion und machen daraus Eigenschaften, die fix sind für diese Ameiseneier. Ja, die sind einfach grauenvoll. Sind keine Leckerbissen, sondern grauenvoll. Und dann übertragen wir es auch noch auf diejenigen, diese Eigenschaft, die die mögen. Die sind auch grauenvoll. Wie kann man nur solche Musik hören? Ja, wie zum Beispiel, ganz schnell. Und das ist ein interessantes Phänomen. Es schafft nämlich Intoleranz. Wie ich etwas empfinde, was einfach mit mir und meiner Geschichte und sonst was zu tun hat, übertrage ich als fixe Eigenschaft auf die Objekte, anstatt zu sehen, es ist einfach mein Verhältnis. Und dann übertrage ich das nochmal auf die Personen, die das gut finden. Das ist interessant. Und wenn wir das sehen können, dass das so fix nicht ist, sondern etwas ist, was der Geist macht, dann können wir diese Fixiertheit wieder rausnehmen. Und einfach sehen, die mögen das halt. Es hat keine Aussage, was für Menschen das sonst sind. Es ist einfach nur ein kleiner Teil. Die mögen halt diese oder jene Musik. Sagt nichts aus, wer sie sind. Seht ihr den wichtigen Punkt? Und das können wir alles durch das direkte Betrachten und Dasein erkennen. Die dritte Grundlage der Achtsamkeit beschäftigt sich dann mit allen unseren sonstigen geistigen Zuständen. Und da gehört eine Menge verschiedenster Dinge dazu, wie ihr heute schon erfahren habt. Die verschiedenen Bewusstseinszustände, Klarheit, Unklarheit, Achtsamkeit, Sammlung, Zerstreutheit, Wachheit, Müdigkeit, das, was wir jetzt nicht unbedingt als Emotion bezeichnen würden, aber so eine geistige Erfahrung ist, die sich natürlich auch körperlich ausdrückt. Wie auch die verschiedenen Emotionen, die Freude, die Gelassenheit, die Zufriedenheit oder auch die Unzufriedenheit, die Ohnmacht, die Angst, die Wut, die Trauer, die Ohnmacht, die Rache, der Neid, die Eifersucht. Und auch Gedanken. Gedanken können mit diesen Emotionen daherkommen oder auch ohne. Es können erklärende, argumentierende, planende Gedanken sein. Es, was auch immer wir entdecken an diesem Gebilde denken. Es ist ja ein sehr interessantes Gebilde, ist ein sehr nützliches Gebilde. Es ist gut, dass wir denken können. Es wäre schlimm, wenn wir es gar nicht könnten. Aber es verbirgt sich hinter diesem Denken. Es ist auch ein sehr reiches Feld, was wichtig ist für unsere innere Wohlbefinden, unsere innere Freiheit. Es gibt viele Gedanken, die uns sehr, sehr binden, die sehr viel Macht haben über uns. Warum haben sie das? Sind das Glaubenssätze, die wirklich wahr sind? Wir hinterfragen sie selten, sie fühlen sich wahr an. Also vieles davon können wir durch unser direktes Beobachten, was anspruchsvoll ist, näher und näher ergründen und gehört in diese Praxis von Vipassana, die Praxis der Erkenntnis hinein. Auch Meinungen und Ansichten, ganz tolles Feld. Ich glaube, gestern hat jemand davon berichtet. Der urteilende Geist. Ich kenne ganz viele, die das haben. Meinungen ohne Ende, muss ja nicht mal Urteile sein, aber Meinung, habt ihr eine Meinung? Wir haben ständig Meinungen. Zu allem Möglichen, ob wir von was verstehen oder nicht. Ist auch interessant. Dass wir eine Meinung dazu haben von etwas, was wir verstehen, ist ja noch gut. Aber ich entdecke meinen Geist oft, wie er Meinungen zu etwas hat, wo er eigentlich keine Ahnung hat. Aber er hat gerne Meinungen, die er auch gerne vertritt und auf denen er auch gerne beharrt. Es ist spannend, wenn wir anfangen, das zu entdecken, was da so oft unbewusst ist. Und sobald es bewusst ist, haben wir natürlich viel mehr Raum zu sehen, ach, naja, eigentlich habe ich keine Ahnung, aber ich habe halt eine Meinung. Darf ich auch haben, weil muss ich daran so festklammern? Ich kann ja sagen, ich habe keine Ahnung, aber ich habe die Meinung. Und es ist interessant, dann werden wir auch flexibler in unseren Meinungen. Neue Informationen, neue Meinung. Wunderbar. Ja? Und das ist ein hilfreiches Mittel in unserem Leben. Aber es kann eben auch unhilfreich werden, wenn wir nicht genau hinschauen. Wir erfahren viele verschiedensten Gefühle, Emotionen. Und wie wir dazu stehen, nochmal zurück zu diesem etwas genauer,
ist, wir unterteilen ja Emotionen, die sagen wir, ja, das ist gut, dass die da sind. Und dann haben wir auch Gefühle und Emotionen, da hoffen wir, dass keiner die bemerkt. Ja? Angst, Unsicherheit, ja? Beklemmung, Ohnmacht, Hilflosigkeit, Wut, Eifersucht, Neid, je nachdem, wie wir so gestrickt sind und was wir so an Richtig- und Falschklassifikationen in uns tragen. Das ist gesellschaftlich, familiär, geschichtlich geprägt. Sind wir eher dazu geneigt, die unter den Tisch zu kehren und die gar nicht so wahrhaben zu wollen oder haben selber da Scheuklappen bevor, alle merken es, aber wir nicht, ja, das gibt's auch. Oder wir lehnen sie in uns selber ab oder andere bevorzugen wir. Und da gibt es auch viele, die wir bevorzugen, Liebe, Mitgefühl, Großzügigkeit, Geduld, Vertrauen, Selbstsicherheit. Und da gehören auch viele dazu, die wir auf dem spirituellen Weg entwickeln wollen. Ja, gehören auch viele dazu, die wir auf einem spirituellen Weg ein wenig mindern wollen. Ja, ihr hört das vielleicht auch und das stimmt auch. Jetzt gibt es aber zwei Dinge zu beachten. In der Praxis selbst, in der Begegnung mit diesen verschiedensten Bewusstseinszuständen, Emotionen, sind wir offen für alle, ausnahmslos. Es geht nicht darum, irgendetwas davon zu verurteilen in uns, wenn es auftaucht. Was wir dann machen, ist einfach Aggression üben auf das, was gerade in uns entstanden ist. Es ist nicht der Weg, das daraus. Das ist das Paradox, es ist ganz gegen dem, was wir oft so intuitiv meinen. Ich muss das bekämpfen, was nicht so hilfreich ist. Es kann auch sein, dass das, was wir erstmal denken, was hilfreich ist oder nicht hilfreich ist, gar nicht stimmt. Ja? Deswegen ist es hilfreich, wirklich erstmal hinzuschauen. Was sind das für Emotionen? Was ist da alles mit verbunden? Wo kommen die überhaupt her? Haben die eine Berechtigung? Und oft entdecken wir, es ist gar nicht so schwarz-weiß. Ja, auch in einer Wut kann sehr wichtige Informationen sein. In einer Emotion der Angst kann ein hilfreicher Impuls, etwas zu verändern sein. Ja, es kann Situationen geben, wo die angebracht sind, hilfreich sind und wo sie uns hindern. Also es ist komplex, es ist nicht immer so einfach zu beantworten. Wir werden durch den direkten Kontakt auch für uns herausfinden, welche wohltuend sind, welche uns öffnen, welche uns verbinden, welche uns gut tun und welche nicht, auf einer tieferen Ebene. Es geht auf keinen Fall darum, diese Emotionen rundweg zu unterdrücken. Es kann mal sein, in einer bestimmten Situation, dass es wichtig ist, eine Emotion mal kurzfristig zu unterdrücken. Ja? Seid dabei, kurz davor, jemanden umzubringen. So eine Rage. Ja. Rausrennen, bitte. Ihr merkt, ihr könnt nicht damit sein, rausrennen oder kurz mal unterdrücken. Ja? Und wenn ihr in einem Feld seid, wo ihr das Gefühl habt, ja, jetzt kann ich mich dem zuwenden, dann, also innerlich wie äußerlich, dann heißt es aber, sich dem zuzuwenden. Auch hier, die Werkzeuge, mit denen wir arbeiten, sind vielfältig, situationsangemessen. Wichtig ist, dass es nicht darum gehen kann, sie rundweg zu verurteilen und zu unterdrücken und zu blockieren. Und was wir tun, ist einfach eine Energie blockieren. Und oft entwickeln wir einfach einen blinden Fleck. Wir sagen, das habe ich nicht, das bin ich nicht. Und eigentlich sind wir es, ja. Und es wirkt untergründig und kommt schräg raus oder andere sehen es und wir haben keine Ahnung. In dieser Meditation ist wirklich der Ansatz, was immer wir entdecken, ist okay. Es gibt keinen Grund, uns für irgendetwas zu verurteilen. Es ist eher die Einladung, all diese verschiedenen Aspekte unseres Menschseins kennenzulernen. Und wir alle haben jede Gemeinheit an sich. Wir könnten die alle in uns haben. Ja, wir sind alle fähig zu all diesen grauenvollen Dingen, die passieren. Durch unser Training wird es allerdings weniger wahrscheinlich, dass wir es ausführen. Weil das bewusster wird, weil wir die Kräfte in uns kultivieren, die es erlauben, dass wir diese verschiedensten Geisteszustände haben können, ohne von ihnen getrieben zu werden. Das tun wir natürlich in Versuchen in kleinen Schritten. Und das finde ich in dieser Praxis
persönlich in meiner Erfahrung. Also in der Regel lernen wir es in kleinen Schritten. Es kann natürlich sein, wir gehen raus und wir merken, eine Erfahrung überwältigt uns. Wenn wir können, können wir uns dem auch entziehen. Wir können hinterher uns vielleicht nochmal dran erinnern und hineingehen und wieder rausgehen, hineingehen, wieder rausgehen aus der Erfahrung. Das ist ein ganz komplexes Feld. Aber wir können mit diesen Emotionen, Gefühlen arbeiten. Vertraut werden, Schritt für Schritt, mit vielen Werkzeugen. Und manchmal braucht es auch Unterstützung. Das möchte ich überhaupt nicht verneinen. Von therapeutischer Art zum Beispiel. Es geht darum, sie, wenn wir in der Praxis ihnen begegnen, sie ihnen einfach zu begegnen, sie weder zu bejahen noch zu verneinen, sie nicht zu bestätigen, nicht zu bekräftigen, nicht festzuhalten, nicht wegzuschieben. Dann lernen wir über sie. Wir brauchen sie nicht entschuldigen, wir brauchen sie nicht begründen, wir brauchen sie nicht wegzurationalisieren, wir brauchen sie nicht abzuwehren. Das ist ein ganz radikal anderer Ansatz als den, den wir oft kennen. Und was passiert ist, dass wir bemerken, wie diese Emotionen, Gefühle, Bewusstseinszustände kommen, Gedanken kommen und gehen von selbst, kommen und gehen von selbst. Und das ist so erleichternd, wenn wir das einmal klar sehen. Das heißt nicht, dass sie nie wieder kommen. Das ist so ganz schnell dieses Ding, ne? Es ist endlich das Unangenehme vergangen und jetzt kommt es auch nie wieder. Und wenn es wieder kommt, empfinden wir es, ah, es hat's versagt. Es bringt sie doch nicht. Es geht nicht darum, dass die Dinge nicht wieder kommen, sondern dass wir Vertrauen darin gewinnen, dass sie kommen und wieder gehen und dass wir achtsam sein können, unsere eigene Fähigkeit damit zu sein. Dass sie uns nicht bestimmen müssen, dass wir nicht glauben müssen, das bin ich. Auch wenn es manchmal schwerfällt. Es ist das, was mit der Zeit Gleichmut in uns schafft. Das, was mit uns, mit der Zeit eine Balance mit uns schafft, in uns schafft. Dass eine innere Weite in uns wachsen lässt, in der diese verschiedensten Aspekte unseres Seins auftauchen können und wieder verschwinden, selbst wenn sie auftauchen, wenn genügend innere Weite da ist, wir nicht vollkommen reingezogen werden in diese Geschichte, in diese Stimmung, in diese Färbung, sondern wir darüber hinaussehen, hinausahnen und einen viel größeren Raum und Entscheidungsfreiheit gewinnen in uns selbst. Wir brauchen nicht immer diese Agenda, wie wir zu sein hätten. Ich, in meiner Erfahrung, wenn wir in Kontakt kommen mit Zuständen, die sich bedrückend, eng und schmerzhaft anfühlen, dann ohne dass wir uns noch sagen müssen, das darfst du nicht haben, entwickelt das Herz von alleine das Gefühl von, ich will es nicht haben. Und wenn das Herz, Geist in Kontakt kommt mit Emotionen und Geisteszuständen, die wohltuend sind, das spüren wir aus dem Innersten heraus, das muss uns keiner sagen. Und dann wird die Sehnsucht danach größer und die Sehnsucht, sie zu entwickeln, größer. Es ist wichtig, wenn wir diese Sehnsucht, diesen Spüren nicht gleich da, jetzt muss ich gleich da sein. Das ist wieder dann, fallen wir in die Frustration, wenn wir nicht dort sind. Aber dann kommt der Weg, die Auseinandersetzung mit dem, was ist. Also auf der einen Seite hören wir immer wieder, und es ist eben das, Achtsamkeit entwickeln, Sammlung entwickeln, Mitgefühl entwickeln, Offenheit entwickeln, Großzügigkeit entwickeln, Liebe entwickeln, Annehmen entwickeln, als förderliche Qualitäten des Herzens, weil sie Frieden bringen, Verbindung schaffen, Wohltun. Auf der anderen Seite, und das gehört total dazu, nehmen wir alle Zustände des Geistes, Herzens an, die auftauchen, so wie sie sind. Und es klingt wie ein Paradoxon, genau. Aber das Annehmen schafft die anderen, die ersten. Schafft die Offenheit, schafft die, das Mitgefühl, schafft die Liebe. Die Liebe ist offen für alles. Also wir brauchen uns nicht verurteilen. Das kann man gar nicht oft genug sagen, wenn wir zerstreut sind, wenn wir unmutig sind, wenn wir ärgerlich sind, wenn wir gelangweilt sind, wenn wir erfüllt sind von Jähzorn und Rache und
Wir schmerzen sowieso schon. Es tut schon weh. Wir brauchen nicht noch eine draufgeben. Wenn wir in Kontakt kommen damit, wollen wir sowieso schon loslassen. Die Frage ist, wie? Wir können vertrauen auf das Gute in unserem Herzen. Das ist schon da. Niemand von uns hat sie absichtlich erzeugt. Ich will jetzt hassen. Ja? Ich will jetzt neidisch sein. Her damit. Ich glaube, es geht keinem so. Wir wollen viel öfters einfach liebevoll sein. Das klappt auch nicht. Aber das ist eigentlich viel öfter in unserem Herzen, was wir wollen. Es zeigt uns schon, hey, da ist das Gute in unserem Herzen. Das sind die Aspekte, die aus den drei Grundlagen der Achtsamkeit, ein weites Feld, in dem wir uns tummeln können. Und es ist unser Leben. Es ist unser Leben als Mensch. In der vierten Grundlage, da dreht es sich darum, es ist so ein Sammelsurium von Hinweisen, um uns noch weiter zu unterstützen, unsere Entwicklung von Weisheit. Buddha so, es hätte eigentlich die ersten drei würden reichen, aber um uns weiter noch so zu, Hilfestellung zu geben, sagt er, achtet hier drauf, achtet da drauf, guckt mal hier hin, guckt mal dorthin, ja? Um uns da weiter zu unterstützen. Als erstes zählt er all die Geisteszustände auf, die, wenn wir sie nicht erkennen, sie uns daran hindern können, weiterzugehen. Einer der sehr Zustände ist zum Beispiel Schläfrigkeit, Müdigkeit. Und jetzt mal so ganz oberflächlich gesagt, wir sind so müde und denken, ich muss ins Bett gehen, ich kann nicht meditieren. Ja? Das ist so ein Hindernis, wir fallen rein, wir glauben, ich muss darauf hören, da ich brauche dies oder jenes, um überhaupt erkennen zu können. Es gibt da verschiedene Geisteszustände, wenn wir die nicht einbeziehen in die Praxis. Sie uns erzählen, wir brauchen erst etwas anderes und dann kann es losgehen. Und es gibt nichts, was wir ausschließen müssen. Wir können alles in jedem Moment einbeziehen in die Praxis. Dann zählt der Geisteszustände auf, die wir entwickeln sollen, die uns helfen, klar zu sehen. Dazu gehört zum Beispiel Achtsamkeit. Dazu gehört Interesse. Dazu gehört Freude. Also grimmiges Dahinarbeiten ist ein Hinweis, das brauchen wir nicht. Ja? Freude, Interesse, Energie. Auf der anderen Seite Gleichmut, Sammlung, Ruhe. Das sind diese Zustände, die uns helfen, die wir entwickeln können. Auch hier, das ist ein weites Feld, die müssen ausgeglichen sein, bis auf die Achtsamkeit. Deswegen können wir manchmal schauen. Habe ich zu viel Energie? Habe ich zu viel Ruhe? Wenn zu viel Ruhe da ist, dann sinkt die Energie vielleicht. Dann ist nicht genug Energie da zu sehen, klar zu sein. Das ist die Dumpfheit da. Gibt es viele kleine Mittel und Werkzeuge immer vor dem Hintergrund, so okay, wie es ist. Ja? Es sind wieder diese beiden Pole. Ich darf handeln, aber es darf auch völlig okay sein, wenn sich nichts verändert. Zwischen denen wir uns bewegen. Und als letztes spricht er, hier geht's dann wirklich an den Kern unseres Problems, spricht er an, dass wir uns auf die Wesensmerkmale aller Erfahrungen konzentrieren. Dass wir nicht nur rausfinden, was erfahre ich, sondern was sind die eigentlich? Was ist ihr Charakter? Was ist ihr Wesen? Was macht sie aus? Und er spricht da eben, dass alles, was wir erleben, entsteht und vergeht und keine Dauerhaftigkeit besitzen kann. Ganz gleich, wohin wir schauen. Aufgrund dessen, weil nichts wirklich dauerhaft bleiben kann, gibt es nichts, was uns eine dauerhafte Befriedigung geben kann. Und wenn wir hinschauen und uns ab und zu mal ehrlich da begegnen, wir suchen das aber so oft. Wenn ich dies oder jenes habe, dann ist der Bereich schon mal abgedeckt für immer und ewig. Der Partner, das Haus, das Auto, der Beruf, die Gesundheit, ja. Wir sind dann irgendwie, den habe ich geschafft. Und gehen davon aus, das war's. Für immer und ewig. Es ist, und Anatta, als letztes, dieses Nicht-Ich-Ding, was noch schwerer zu verstehen ist. Fand es ganz interessant heute Morgen, sagte jemand, deine Uhr da vorne, die geht nicht richtig. Das war interessant.
In mir sagte etwas, es ist nicht meine Uhr. Das ist halt dieses Ich, ja? Ich will doch jetzt hier nicht eine Uhr haben, die falsch geht. Das war interessant, wie es kommt, ja? Ich. Und das ist dieses, was wir manchmal mitkriegen. Ja, natürlich ist es momentan meine Uhr. Das ist kein Problem. Das ist ein Grund. Was ich bin, ist nichts Fixes. Und ich habe auch keine fixe Eigenschaften. Mir gehört das nichts Fixes. Und doch, ich bin ein Prozess. Und diese Prozesshaftigkeit bringt uns eben auch in die Verbindung miteinander und in die Offenheit zueinander. Wir leben aber heraus aus der Täuschung, die uns erzählt, die uns Glauben macht, und die ist fein. Das ist ein feiner Schleier, den wir meistens nicht sehen, der uns Glauben macht, dass Dinge sind dauerhaft, könnten potenziell für immer Glück bringen und existieren wirklich, getrennt, autark, fixiert. Und darauf fallen wir immer wieder rein und reagieren aus dieser Warte, und dann macht Gier Sinn, dann macht Aggression Sinn, dann kriege ich mich für mich und gegen mich. Ja, und wenn ich das habe, bin ich glücklich. Dann fängt es an, Sinn zu machen. Aber es ist nicht so. Also der ganze Grundmechanismus basiert auf einer Täuschung, auf einem Schleier. Und hier kommen wir zur Wurzel unseres Problems. Wenn wir aus dieser Wurzel unseres Problems, aus der Täuschung, entwickelt sich etwas, was Anhaften genannt wird von Buddha. Und Anhaften ist ein sehr grobes Wort. Manchmal fühlt es sich so richtig an, wir merken, es ist richtig anhaftend. Manchmal ist es einfach ein ganz subtiles, zähes, so ein zähes Fixiertsein, Kleben, nenne ich es gerne. Ein Kleben dran. Wenn euch Geschichten immer wieder kommen, wir kleben dran, wir merken richtig, das ist damit gemeint, ein Anhaften. Wir anhaften sowohl an Angenehmen wie an Unangenehmen. Das ist dieses Kleben, dieses Nicht-Lösen, nicht in der Leichtigkeit sein damit. Wir schaffen durch dieses Anhaften mein und nicht mein. Es gibt die Dinge, mit denen wir uns identifizieren, das habe ich, und die Dinge, mit denen wir uns nicht identifizieren, das habe ich nicht oder das will ich nicht haben. Es ist zwar gerade in mir, aber ich hätte es gerne nicht in mir. Ja? Was immer ihr loswerden wollt heute, irgendwie Müdigkeit, Schmerzen oder sonst wie was in euch war, wolltet ihr loswerden. Nicht mein, erklärt. Und damit reden wir ein Problem. Weil es ist gerade in meiner Erfahrung. Wir fangen einen inneren Kampf an. Wir sind mittendrin. Aus diesem Anhaften, diesem Kleben, entfaltet sich unser vielfältiges Leiden. Dieser ewige Kampf für mich und gegen andere oder in mir oder nach außen. Und solange wir nicht richtig tief genug hinschauen, sieht es so aus, als wäre es so, als würde ich existieren, als würde die Dinge feste, solide und autark sein. Und es braucht ein tiefes immer wieder neuem Hinschauen, um wirklich da zu erkennen, dass die Dinge nicht so solide und wirklich sind, einschließlich uns selbst. Das, was am leichtesten fällt, vielen, und trotzdem eine Weile braucht, bis das wirft, ist zu sehen, wie Erfahrungen kommen und gehen, wie auch ich mich ständig verändere und komme und gehe, wie draußen sich alles verändert, kommt und geht. Und dieses Fließen erkennen und da eintauchen können, dann verliert diese Gier und diese Aversion ihren Sinn. Dieses Mein verliert ihren Sinn. Wir merken, wie so ein Fließen ist und wie sich das sogar, wenn wir uns da eintauchen können, erleichternd anfühlt, statt ständig da wie ein Bollwerk gegen diesen Fluss des Lebens zu sein und dagegen zu halten oder festzuhalten, was sowieso gerade weiterfließen möchte. Der Kampf verliert seinen Sinn. Und daraus das tief zu verinnerlichen entsteht, wächst mit der Zeit Gelassenheit, Gleichmut. Und tiefer Frieden mit dem, was ist. Ich ende mit einem Gedicht von dem Zen-Meister Dogen. Den Weg des Buddhas gehen heißt sich selbst erkennen. Sich selbst erkennen heißt sich selbst vergessen. Sich selbst vergessen heißt von allen Dingen erweckt zu werden.
anderen Worten, wir verlieren nichts, wenn wir alles aufgeben. Wir gewinnen alles.